Wir melden uns also wieder aus Bern. Spielstand zu Beginn der zweiten Halbzeit, die in 30 Sekunden beginnen wird, 2:2. Durch zwei Tore der Ungarn, Puskás und Schibor, und die beiden Anschluss- und Ausgleichstore der Deutschen, Morlock und Rahn. Und symptomatisch ist Folgendes. Vor Beginn des Spiels haben wir rund 30, 40 Pressekollegen gefragt, wer gewinnt. Ein einziger hat von ihnen gesagt, Deutschland. Alle anderen sagten Ungarn. Jetzt in der Halbzeit haben wir wieder gefragt. Und die Sensation, der Außenseiter hat gleich gute Chancen. Muss sich jetzt allerdings vorsehen, denn Schibor schießt da innen. Aber Liebrich steht da. Trotzdem, noch einmal müsste ein Schuss von Schibor kommen. Aber Turek holt den Ball wieder im zweimaligen Zugreifen. Das war der erste bedrohliche Moment. Und die deutsche Hintermannschaft muss sich vorsehen, dass es ihr nicht in der zweiten Halbzeit genauso geht wie in der ersten. Aber nun zu diesem Spiel, das eine Minute alt ist und das der deutschen Mannschaft den ersten Angriff eingebracht hat, der allerdings von Ottmar Walter vergeben wird. Gegenangriff der Ungarn durch Puskás, der schießt aber Turek an. Nachschuss abgewehrt von Liebrich. Puskás stand allein, 8 Meter vor dem Tor, und das hätte eigentlich ein Tor werden müssen. Rahn jetzt alleine durchgegangen, dribbelt sich durch. An zwei Ungarn vorbei, aber am dritten, am rechten, am linken Verteidiger Lamptosch bleibt er hängen, und in der Nähe des Strafraums der Ungarn wird der Ball eingeworfen für Deutschland. Schäfer dribbelt in den Strafraum hinein, spielt ab, aber das Abspiel wird von einem Ungarn abgefälscht und kann dadurch, nur dadurch, von Grosic ohne Schwierigkeit aufgenommen werden. 2:2, und die Ungarn stürmen auf dem rechten Flügel. Das Spiel ist temperamentvoll, die Szenen wechseln blitzartig. Flanke da innen, abgewehrt, Nachschuss, wieder abgewehrt, und noch einmal die Ungarn. Aber der Ball wird zunächst einmal aus dem deutschen Strafraum herausgetragen. Einwurf der Ungarn, längst ausgeführt, kommt zum Sturm der Deutschen. Der Puskás verliert das Duell. Puskás hat sich das Leder geholt, spielt zu Boczek. Boczek in der Mitte der deutschen Hälfte. Flach führt er den Ball am Fuß, ein schöner Pass zu Puskás. Wird postwendend erwidert und Schuss über das Tor. Ein 20-Meter-Schuss von Boczek geht 20 cm über die Querlatte. Abschlag vom deutschen Tor, Abschlag vom Turek. Rahn steht im Mittelkreis, Applaus für den deutschen Sturm, der wundervoll spielt, der in einer bestechenden Form ist. Fritz Walter, 20 Meter vom Strafraum, vom Tor der Ungarn entfernt, spielt in den Strafraum hinein. Aber bevor sein Bruder am linken Flügel den Ball annehmen kann, hat ihn Budzanski, der rechte Verteidiger der Ungarn, weggespielt. Ottmar gibt zum rechten Flügel, gibt zu Rahn. Rahns Abspiel ist ungenau und Lantosch, ohne dass er es brauchte, hat den Ball in der Mitte seiner eigenen Hälfte ins Ausgespielt. Es scheint mir fast so, als ob beide Mannschaften nehmen kann. Hidekuti einsetzen, Hidekuti Steilvorlage, ich glaube Abseitsstellung, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Tott am rechten Flügel könnte den Ball nach innen ziehen, Puskás lässt durch, Hidekuti verfehlt, und die Deutschen durch Posipal diesmal klären in bravuröser Manier. Posipal weiter zu Schäfer, Schäfer zu Fritz Walter, Fritz Walter zu Morlock. Schäfer lässt den Ball durch, hinter ihm steht Ottmar, aber Ottmar setzt sich etwas zu hart ein gegen Zacharias, den linken Läufer der Ungarn, verliert den Ball, infolgedessen Freistoß der Ungarn aus der eigenen Hälfte heraus. Ist längst ausgeführt, kommt zu dem weit aufgerückten Boczek, Boczek zu Hidekuti, Hidekuti, der zurückhängender Mittelstürmer spielt, spielt ab zu Kocic, Kocic auf engstem Raum, schön abgespielt, jetzt Gefahr, Schuss! Aus der Torlinie gerettet, Nachschuss müsste kommen, nochmal auf der Torlinie gerettet, das erste Mal Posipal, das zweite Mal Kohlmeier, aber die Ungarn bleiben im Ballbesitz, Boczek müsste schießen, gibt zu Schibor, Schibor schießt, abgewehrt, Liebrich rettet, noch einmal Nachschuss, Kocic am linken Flügel, rettet, 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 und jetzt ist die Gefahr beseitigt, durch Liebrich. 18 Spieler im deutschen Strafraum, in ihn wird der Ball wieder hineingespielt. Und jetzt nach einem Kopfball von Hidekuti, zum Glück einen halben Meter am Tor vorbei. Eine herrliche Zusammenarbeit unserer deutschen Abwehrspieler, aber auch eine wundervolle Kombination der Ungarn. Wir müssen beides anerkennen und müssen unsere Hintermannschaft beglückwünschen zu dem Glück und dem Können, das sie gehabt haben. Jetzt Gegenangriff der deutschen Mannschaft auf den linken. Auf engstem Raum kombiniert die deutsche Mannschaft, dribbelt sich in die gegnerische Hälfte hinein. Morlock zu Ottmar Walter, aber das Zuspiel wird von Loran, dem besten Abwehrspieler der Ungarn, abgefangen. Der spielt zu Schibor. Schibor links außen in der Sturmmitte, spielt ab zum rechten Flügel, zu Tott.
Zott könnte den Ball vor das Tor ziehen. Kopfball an die Querlatte von Kosic. An die Querlatte und kein Tor. 2:2, nachdem Turek schon geschlagen schien. Und als der Ball aus dem deutschen Strafraum herauswandert, da hat ein Ungar, und zwar der rechte Verteidiger Budzanski, faul gemacht in der deutschen Hälfte. Es gibt Freistoß für Deutschland. Mein Kompliment für Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr Daumen drücken hat jedenfalls in den letzten 3 Minuten geholfen, denn sonst stände es 3:2 für Ungarn. Von rechts läuft an Jupp Posipal aus Hamburg. Und jetzt müsste ein Kopfball kommen. Ist gekommen, aber abgewehrt. Doch der Ball kommt zu Ottmar. Der zieht es vor, zu Fritz zu spielen. Nachschuss von Fritz, prallt ab von Boschek. Und noch einmal, aber Liebrich ahnt diesen Ball und läuft dazwischen. Hat gut abgewehrt, aber schlecht abgespielt. Und die Ungarn, Puskas schießt aus 20 Metern, 1,5 Meter am Tor vorbei. Genau gespielt, 61 Minuten im Wankdorfstadion in Bern, im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954, in dem Deutschland, jawohl Deutschland, und Ungarn sich gegenüberstehen. Und immer noch steht es 2:2. Na, der Freistoß kommt da hin. Kopfball abgewehrt. Auf der Torlinie noch einmal abgewehrt. Und da steht Zacharias, der linke Läufer, und hat nach der ersten Parade seines Torstehers endgültig den Ball aus dem Strafraum geschlagen. Jetzt wandert Puskas von links nach rechts hinüber, aber Posipal folgt ihm so genau, dass Puskas es vorzieht, abzuspielen zu Hidekuti. Das misslingt. Posipal hat sich mit Eckel zusammen den Ball geholt. Jetzt wird Fritz Walter eingesetzt, innerhalb linker Position. Fritz Walter und Ottmar könnte schießen, gibt ab zu Rahn. Rahn schießt, aber aus 25 Metern Entfernung. So kann man Grosic nicht schlagen. Außerdem war der Linksaußen der deutschen Elf, Schäfer, eindeutig abseits. Daran gibt es nichts zu deuteln. Erlauben Sie auch dem Sprecher einen ganz kurzen Erfrischungsschluck. In 10 Sekunden bin ich wieder da. Angriff der Ungarn von Puskas zu Hidekuti. Der zu Puskas. Puskas schießt! Gehalten auf der Torlinie! Und Kohlmeier schlägt den Ball so geschickt ins Aus, dass es noch nicht einmal einen Eckball gibt. Toni Turek, Mensch, hast du uns eben Angst gemacht. Aber wahrscheinlich war keine Zeit mehr, mit dem ganzen Körper nach unten zu gehen bei diesem 8 Meter Schrägschuss. Er hat einen verzweifelten Schritt, einen Spagat gemacht und hat mit der linken äußersten Fußspitze den Ball bekommen. Und Kohlmeier hat ihn dann endgültig weggeschlagen. Nun die Ungarn auf der linken Sturmseite nach dem Ausball, versuchen sich gegen Eckel durchzusetzen. Eckel ist überspielt, Posipal auch, aber dahinter steht Ottmar Walter, ja, der Mittelstürmer. Und er hat den Ball befreiend weggespielt, hat zu seinem Bruder, hat zu Fritz gegeben. Fritz flach über 20 Meter zum Rechtsaußen. Rahn lässt sich Zeit, wartet, bis die Sturmreihe mitkommt. Und da hat Fritz Walter wundervollen Absatzkick angebracht zu Morlock. Morlock zu Schäfer. Schäfer müsste schießen. Spielt ab zu Morlock. Das war nicht gut gemacht. Und da hat Schäfer ein Foul begangen, aber unabsichtlich. Er entschuldigt sich auch sofort bei seinem Gegenspieler. Er hat im Zweikampf das Bein zu hoch genommen. Die ungarischen Betreuer wandern auf das Spielfeld, versuchen den angeschlagenen Mann wieder in Ordnung zu bringen. Es müsste der linke Verteidiger, es müsste Lantos sein. Sie hören das Raunen der Menge. Ottmar Walter überlegt einen Moment, spielt jetzt ab zu Rahn. Rahn sofort weitergespielt zu Morlock, der im Direktspiel zu Fritz. Fritz auch direkt zum Rahn. Fritz könnte schießen, spielt zum Rahn. Rahn schießt am Tor vorbei und abgewehrt. Ein Ungar hatte ein Bein dazwischen. Infolgedessen Eckball für Deutschland in der 27. Minute der zweiten Halbzeit. 6. Ecke für Deutschland. Von rechts getreten. 4 deutsche Innenstürmer lauern im